Das Spiel mit Handpuppen, eine andere Bezeichnung ist Kasperlepuppen, ist schon seit Jahrhunderten bei Groß und Klein beliebt. Neben dem Unterhaltungs- und Spaßfaktor haben die Handpuppen einen pädagogischen Wert. Viele Kinder können mit ihnen besser ihre eigenen Gefühle ausdrücken, Situationen und Verhaltensweisen verstehen oder Handlungen von Personen nachvollziehen. Das Spiel mit der Handpuppe trainiert die Auge-Hand-Koordination und erfordert kreatives Denken. Aus diesem Grund nutzen viele Eltern die Handpuppen zur Förderung ihrer Kinder oder um das Sozialverhalten zu verbessern. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Roba Kasperle-Figuren-Handpuppe. Das Handpuppenset mit Kasperle-Figuren von Roba kann gemäß Hersteller für jede Art von Kasperle-Theater zum Einsatz kommen. Die Puppen sind demnach farbenfroh und mit liebevollen Accessoires versehen. Sie bestehen aus einem Mix unterschiedlicher Materialien wie Stoff und Plüsch, die leicht und robust sein sollen. 6 Kasperle-Puppen. Mit dem Set soll es möglich sein, das klassische Kasperle-Theater nachzuspielen. Es sind 6 Kasperle-Puppen aus dem bekannten Bühnenspiel vertreten: Wolf, Kasperle, König, Prinzessin, Räuber und Polizist. Das Puppenset wurde in Deutschland entwickelt und nach der europäischen Sicherheitsnorm DIN EN 71 für Spielwaren zertifiziert. Das bedeutet, dass die verwendeten Materialien auf Schadstoffe und Sicherheit beim Spiel geprüft sind. Das Set eignet sich laut Hersteller für Erwachsene und für kleine Nachwuchsschauspieler, die mit den Puppen ihr eigenes Kasperle-Theater kreieren und vorführen möchten. Die Puppen passen laut Roba über Erwachsenen und über Kinderhände. Der Hersteller Roba ist bekannt für pädagogisches Spielzeug und bietet laut eigener Aussage eine hohe Qualität seiner Produkte zu einem fairen Preis. Die Firma blickt auf über 90 Jahre Erfahrung zurück. Was ist die Sicherheitsnorm DIN EN 71? Die Sicherheitsnorm DIN EN 71 ist eine europäische Norm, mit der Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren zertifiziert sind. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass in der EU nur solche Spielwaren verkauft werden dürfen, die das an 71 Siegel besitzen. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Sterntaler Ente Edda Handpuppe. Die Sterntaler Ente Edda Handpuppe ist speziell für die Hände von Kindern gedacht. Sie ist ab der Geburt einsetzbar und dient laut Hersteller dazu, die Kreativität sowie die Sprachkenntnisse zu fördern. Kinder können sie für unterschiedliche Kasperle-Theaterspiele nutzen. Niedliches Design: Die Handpuppe von Sterntaler stellt eine Ente dar. Sie ist in Gelb gestaltet. Ihre Füße und ihr Schnabel sind orangefarben. Die Ente soll ein niedliches Design aufweisen und aus einem weichen Material bestehen. Laut Hersteller kann sie auch als Kuscheltier zum Einsatz kommen. Die Ente Edda Handpuppe ist 26 cm lang. Sie wird aus einem Flauschstoff, Jersey und Polykotten gefertigt. Der Flauschstoff besteht zu 100% aus Polyester und der Jerseystoff zu 100% aus Baumwolle. Das Polykottengewebe wird zu 40% aus Polyester und zu 60% aus Baumwolle hergestellt. Was sind Jersey und Polykotten? Bei Jersey handelt es sich um einen gestrickten oder gewirkten Stoff, der unter anderem für Bettwaren verwendet wird. Er ist weich und dehnbar. Polykotten ist ein Mischgewebe, das aus Polyester und Baumwolle besteht. Es ist sehr formbeständig und atmungsaktiv. Zum Einsatz kommt es beispielsweise für Kuscheldecken, Bettdecken und Bettwäsche. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sterntaler Kasper Handpuppe. Die Handspielpuppe des bekannten Herstellers Sterntaler ist ein Lernspielzeug, das die Kreativität und die Fantasie der Kleinen fördern soll. Die Sterntaler Handpuppe Kasper eignet sich, um Geschichten zu erzählen und Rollenspiele aufzuführen. Ihre gesamte Erscheinung ist dem Hersteller zufolge kindgerecht. Das weiche Material der Kleider lädt demnach dazu ein, mit der Kasperlepuppe zu kuscheln und sie zu knuddeln. So soll sie ein treuer Begleiter und ein Schmusefreund sein. Blaurote Kasperlefigur mit Zipfelmütze. Der Kasper ist die klassische Figur unter den Handpuppen. Dieser Kasperle ist hauptsächlich in den Farben Rot und Blau gestaltet mit einem gelben Kragen und einigen gelben Punkten auf dem Körper. Auf dem Kopf hat er eine typische, lange Zipfelmütze mit gelber Bommel. Der Stoff des Spielzeugs besteht aus reinem Polyester, das laut Hersteller sehr robust und pflegeleicht ist.
Die Verarbeitung des Spielzeugs ist demnach hochwertig. Der Kasper soll die richtige Größe haben, dass Eltern eine lustige Kasperle-Theatervorstellung aufführen können. Für kleine Kinderhände soll die Figur ebenfalls geeignet sein. Wer verbirgt sich hinter Sterntaler? Sterntaler ist ein Märchen der Brüder Grimm und zugleich der Markenname eines Herstellers für Kindermode, Babyausstattung und Spielwaren. Die Firma Sterntaler wurde im Jahr 1965 gegründet und zählt zu einem der bekanntesten deutschen Unternehmen, das Kinderspielzeug herstellt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Haber Allesfresser Handpuppe. Die Haber Allesfresser Handpuppe wird aus Polyester gefertigt. Sie ist 20 cm breit und 39 cm hoch. Gemäß Hersteller eignet sie sich für Kinder ab einem Alter von 18 Monaten. Bunt gestaltete Haberhandpuppe. Die Haberhandpuppe ähnelt einem Drachen. Sie ist in Rot gestaltet und mit blauen Zacken am Rücken ausgestattet. Ihre Zunge ist gespalten. Der Allesfresser von Haber verfügt über einen großen Mund. Es besteht die Möglichkeit, ihn mit verschiedenen Gegenständen zu füttern. Diese landen in der Bauchtasche und lassen sich der Puppe wieder entnehmen. Im Lieferumfang befindet sich neben der Handpuppe eine Kugel. Sie besteht aus Kunststoff und dient als Futter für den Allesfresser. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Living Puppets S703 Handpuppe. Die Living Puppets S703 Handpuppe stellt eine Figur aus der Sesamstraße dar. Sie ist 33 bis 37 cm groß und soll eine gute Qualität haben. Laut Hersteller können Erwachsene und Kinder die Handpuppe nutzen. Krümelmonster mit Keks. Die Handpuppe von Living Puppets ist dem Krümelmonster nachempfunden. Sie ist blau und hält einen Keks in der Hand. Die Krümelmonster-Handpuppe hat auf dem Rücken einen Eingang, durch den sie bespielbar ist. Sie wird laut Hersteller von einem unabhängigen Prüfinstitut überprüft und entspricht den Bestimmungen der europäischen Norm an 71. Diese Norm definiert Sicherheitsvorgaben für Spielwaren. Bei Bedarf ist es möglich, die Handpuppe von Living Puppets zu waschen. Das gelingt per Hand oder im Schonwaschgang in der Maschine. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Heuneck-Igel-Handpuppe. Die Heuneck-Igel-Handpuppe eignet sich für Mädchen und Jungs. Sie stellt einen Igel dar, der freundlich dreinschaut und zwei Füße sowie zwei Hände hat. Er ist in den Farben braun und beige gestaltet. Seine Größe beläuft sich auf 28 cm. Mithilfe der Handpuppe besteht die Möglichkeit, Kinder zu unterhalten. Eltern können sie zum Beispiel nutzen, während sie eine Geschichte erzählen. Die Handspielpuppe wird aus langem und kurzem Plüsch gefertigt. Es ist möglich, sie bei einer Temperatur von maximal 30 Grad Celsius zu waschen. Für den Trockner eignet sich die Handpuppe nicht. Was ist Plüsch? Unter Plüsch ist ein Gewebe oder ein Gewirk bekannt, das einen sehr weichen Griff hat. Plüsch ist für kuschelige Kleidungsstücke sowie für Stofftiere, Babyspielzeug oder Decken geeignet. Die Bezeichnung Plüsch alleine sagt noch nichts über das Material aus. Es kann sich bei Plüsch um unterschiedliche Materialien handeln, wie Baumwolle oder Polyester. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Haber Rabe Theo Handpuppe. Der Handpuppe des Raben Theo ist ein echter Spielzeugklassiker aus dem Haberspiel Obstgarten. Das ist ein Farbwürfelspiel, bei dem die Kinder Farben erkennen und zuordnen. Bei der Handpuppe als Rabe ist der Schnabel weit aufklappbar, was es ermöglicht, den Vogel lebensechtersprechend aussehen zu lassen. Der Rabe inspiriert Kinder laut Haber zum Nachspielen von Geschichten und zum kreativen Erfinden von eigenen Szenen und spannenden Abenteuern. Die Handspielpuppe besteht aus Polyester und wiegt 800 Gramm. Mit Stoffkirschen als Lieblingsspeise. Der Rabe kann den Schnabel weit öffnen und die beiliegenden Stoffkirschen verspeisen, die Lieblingsspeise des Vogels. Die Kirschen aus Stoff, die der Rabe so gerne frisst, sind im Lieferumfang enthalten. Das Aussehen der Rabenhandpuppe soll sehr realistisch sein und sie soll sich für erste Rollenspiele eignen. Das regt gemäß Hersteller die Fantasie der Kinder an und fördert die soziale Kompetenz. Weil die Haberhandpuppe Rabe Theo demnach aus sehr weichem Material besteht, ist sie zum Schmusen und Trösten geeignet. Der Körper und die Flügel des Spielzeugs sind in Schwarz gestaltet, Schnabel und Füße sind gelb.
Es besteht die Möglichkeit, das Spielzeug bei 30 Grad Celsius in der Waschmaschine zu reinigen. Welche Fähigkeiten fördert das Spiel mit Handpuppen? Bei Kindern fördert das Spiel mit Handpuppen soziale und motorische Fähigkeiten. Gerne kommt das Spielzeug im pädagogischen Bereich zum Einsatz, zum Beispiel bei Therapeuten, im Kindergarten oder in der Schule. Die Kinder können sich durch Handspielpuppen häufig besser in der Gruppe identifizieren, neuen Mut schöpfen oder Trost suchen. Handpuppen mit einem beweglichen Mund oder Klappmaul sollen als Lernhelfer sehr effektiv einsetzbar sein. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sterntaler Krokodil-Handpuppe. Die Handpuppe Krokodil von Sterntaler ist gemäß Hersteller für Kasperle-Theaterspiele oder einfach zum Knuddeln geeignet. Demnach können die Kinder damit Rollenspiele durchführen oder Geschichten erzählen. Das Krokodil gehört zu einer Reihe von Sterntaler Handpuppen mit verschiedenen Charakteren, zu denen beispielsweise eine Handpuppe als Hund, Wolf, Bär, Marienkäfer oder Katze zählen. Krokodilhandpuppe mit beweglichem Mund. Das Krokodil von Sterntaler besteht dem Hersteller zufolge aus grünem, weichem Softvelour und das Maul lässt sich weit öffnen. Am Maul sind große, weiche Zähne angebracht und es ist innen in Rot gestaltet. Nach Herstellerangaben passen schon kleine Kinderhände in die Puppe hinein. Die Verarbeitung ist demnach hochwertig und das weiche Material mit liebevollen Details versehen. Neben den Zähnen im Maul hat das Krokodil Zacken auf dem Rücken und geringelte Beine. Das Spielzeug soll die Kreativität, die Fantasie und die sozialen Fähigkeiten fördern. Was ist Softvelour? Velour ist ein sehr weicher, samtartiger Stoff. Es ist eine Bezeichnung für ein textiles Produkt, das eine weiche Oberfläche hat. Softvelour findet häufig bei Bademänteln, Teppichen, Vorlegern oder bei Plüschtieren Anwendung. Der nächste Produkt ist Sterntaler Räuber-Handpuppe. Vor der Sterntaler Handpuppe Räuber haben laut Hersteller selbst die Kleinsten keine Angst, denn sie ist sehr weich und einfach zum Knuddeln. Sie ist demnach geeignet für Rollenspiele und zum Geschichtenerzählen. Der Räuber ist eine der bekannten Figuren aus dem klassischen Kasperle-Theater. Bei vielen Stücken ist der Räuber ein unverzichtbarer Bestandteil als Bösewicht und macht fantasievolle Geschichten möglich. Bunte und liebevoll gestaltete Sterntaler Handpuppe. Der Räuber ist dem Hersteller zufolge liebevoll gestaltet. Dazu zählen der angenähte Hut, der Bart und der Gürtel. Die Handspielpuppe hat mehrere Farben, es dominieren Blau und Grün und zudem finden sich rote, braune und hellbeige Details. In die Räuberhandpuppe von Sterntaler sollen kleine Kinderhände passen und das verwendete Softvelour soll sehr flauschig sein. Das Kind kann nach Herstellerangaben beim Spielen in eine andere Rolle schlüpfen oder den Eltern zusehen, wenn sie mit dem Räuber lustige Geschichten vorspielen. Das Spielzeug fördert demnach die Kreativität und Fantasie der Kinder sowie ihre sozialen Fähigkeiten. Was ist der Vorteil einer Handpuppe? Eine Handpuppe macht das Kind neugierig. Indem sie vermeintlich zum Leben erwacht, können Kinder damit auf Fantasiereise gehen. Das klassische Kasperle-Theater zieht Kinder seit vielen Jahrzehnten in seinen Bann. Handspielpuppen erzählen Geschichten, erwecken Emotionen bei den Kindern und werden oftmals zum liebsten Kuscheltier. Der nächste Produkt ist Haber-Prinzessin-Handpuppe. Haber-Handpuppen wie diese Prinzessin sollen die Kreativität von Kindern fördern. Zudem schulen sie laut Hersteller die Motorik und die sprachliche und soziale Entwicklung. Mit der Puppe können Kinder ihrer Fantasie demnach freien Lauf lassen oder bekannte Märchen nachspielen. Typischer Prinzessinnen-Look mit frisierbaren Haaren, die Prinzessin-Handpuppe ist nach Herstellerangaben liebevoll gestaltet. Sie hat lange Haare, eine Krone und ein Prinzessinnenkleid in Rosa, das mit Details und Blüten verziert ist. Das lange goldblonde Haar können die Kinder frisieren. Haber ist ein renommierter Spielzeughersteller, der die Materialien laut eigener Aussage sorgfältig auswählt und die Produktion permanent überwacht. Auf sichere und qualitative Standards legt der Hersteller demnach großen Wert. Alle Spielsachen sind geprüft und zertifiziert. Was ist Elastan? Elastan ist eine sehr dehnbare Chemiefaser, die gesponnen und dann zu textilen Produkten verarbeitet wird. Es kommt zum Einsatz, um Stoffen einen bestimmten Stretch zu geben, sodass sie nicht ausleiern und immer wieder ihre ursprüngliche Form zurückerhalten,
selbst nach mehrstündigem Tragen. Stoffe, die sich exakt dem Körper anpassen sollen, enthalten fast immer einen bestimmten Anteil an Elastan, wie Strumpfhosen, Socken und Badeanzüge. Der nächste Produkt ist Sterntaler Seppel Handpuppe. Die Sterntaler Handpuppe Seppel ist dem Hersteller zufolge geeignet für Rollenspiele und zum Geschichtenerzählen. Sie passt demnach zu jedem klassischen Kasperletheater, denn der Seppel als Kaspers Freund ist mit seiner naiven Art schon seit Jahrzehnten ein Publikumsliebling. Die Verarbeitung der Puppe ist laut Hersteller aufwendig und von hoher Qualität. Seppel mit Mütze, Hosenträgern und kariertem Hemd. Die Sterntaler Handpuppe hat Details wie eine Mütze, eine Hose mit Hosenträgern und hübscher Hirschapplikation sowie ein kariertes Hemd. Der Seppel ist in den Farben Türkis, Rot und Braun gehalten. Das Spielzeug soll die Kreativität und die Fantasie sowie die soziale Fähigkeit von Kindern schulen. Zudem soll es sich schon für kleine Kinderhände eignen. Es sind mehrere Materialien verarbeitet, darunter Polyester, Polyamid und Baumwolle. Der Hersteller gibt an, dass es sich um weiches, pflegeleichtes und flauschiges Material handelt. Was ist Polyamid? Das ist ein synthetischer und thermoplastischer Kunststoff, der bei höheren Temperaturen verformbar ist. Die Fasern des Stoffes sind unter anderem für Sporttextilien oder Seile geeignet. Sie sind reiß- und scheuerfest sowie sehr elastisch und dehnbar. Der nächste Produkt in unserer Liste ist The Puppet Company Sock Etten Dylan Handpuppe. Die Sock Etten Puppe ist lustig gestreift und soll für kleine und große Kinder gleichermaßen geeignet sein. Mit der Puppe können Kinder und Erwachsene dem Hersteller zufolge ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich spannende Geschichten erzählen. Das soll die sozialen Fähigkeiten der Kinder stärken und ihnen die Möglichkeit geben, sich über die Puppe auszudrücken. Vielen Kindern soll das Ausdrücken der eigenen Gefühle leichter fallen, wenn sie die Puppe zum Reden nutzen können. Die Handspielpuppe ähnelt einer großen Socke. Das soll ihr ein witziges Aussehen verleihen, das Kinder begeistert. Der lustige Geselle ist in kunterbunten Farben wie Grün, Blau, Orange und Lila gehalten. Der Sock Etten Dylan hat eine Brille und auf dem Kopf sind zwei plüschige Fühler angebracht. Die Puppe hat eine Höhe von 38 cm und ist laut Hersteller bereit für jeden Schabernack. Drückt das Kind auf die Zunge, quietscht das Spielzeug. Die Puppe soll für Bauchredner und die, die es werden wollen, ein lustiger Gesprächs- und Spielpartner sein. Was ist eine Sockette bzw. eine Sockenpuppe? Eine Sockenpuppe ist eine Handpuppe, die aus einer Socke oder einem Strumpf hergestellt ist. Es ist möglich, Sockenhandpuppen mit ein paar Utensilien selbst zu basteln. Sie erfreuen sich bei vielen Kindern großer Beliebtheit. Der nächste Produkt ist Melissa und Amp. Duck Safari Handpuppen. Die Melissa und Amp, Duck Safari Handpuppen eignen sich dem Hersteller dazu, Geschichten zu erzählen oder Rollenspiele zu spielen. Mit ihrer Hilfe können Kinder gemäß Hersteller ihre Emotionen ausdrücken, Vokabeln üben und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren. Set aus 6 Handpuppen. Im Lieferumfang befinden sich 6 verschiedene Handpuppen, die zum Thema Safari passen. Dazu gehören ein Affe, ein Zebra, ein Elefant, ein Tiger, ein Papagei und eine Giraffe. Die Handpuppen von Melissa und Amp. Ducks sind gemäß Hersteller weich und kuschelig. Sie sollen Kindern ebenso wie den meisten Erwachsenen passen. Laut Hersteller können somit Kinder und Erwachsene gemeinsam mit den Puppen spielen. Die Safari-Handpuppen sollen langlebig sein und sind für Kinder im Alter von mindestens 2 Jahren gedacht. Was ist ein CE-Kennzeichen? Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass der Hersteller nach eigenen Angaben alle geltenden Anforderungen der Europäischen Spielzeugrichtlinie bei der Herstellung des Spielzeugs einhält. Es ist keine Qualitätsversicherung eines unabhängigen Instituts. Vielmehr handelt es sich um eine Kennzeichnung, die der Inverkehrbringer des Produktes nach eigenem Ermessen anbringen kann. Der nächste Produkt in unserer Liste ist SigiKit Polizist Handpuppe. Der nächste Produkt in unserer Liste ist SigiKit Polizist Handpuppe. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Heuneck Janosch Handpuppe.
Der kleine Tiger von Janosch ist laut Hersteller ein schönes Geschenk für große und kleine Janosch-Fans. Die Heuneck-Handpuppe ist demnach weich gefüttert und besteht aus Polyester. Das Bespielen der Handpuppe soll für kleine Kinder und für größere Erwachsenenhände möglich sein. Gelb-schwarzer Janosch-Tiger, die Handpuppe ist dem kleinen Tiger aus den Janosch-Geschichten nachempfunden. Er hat ein nettes, ansprechendes Gesicht mit gestickten Augen und einigen Haaren auf dem Kopf. Der Tiger ist gelb-schwarz gestreift und hat am Mund und den vier Pfoten weiße Details. Durch seine kräftige Farbe ist die Puppe dem Hersteller zufolge im Kinderzimmer ein Hingucker. Aufgrund seines netten Aussehens kann das Spielzeug demnach die Kinder trösten, wenn sie Kummer haben. Die Reinigung der Handpuppe sollte per Handwäsche erfolgen. Wer ist Janosch? Janosch ist ein deutscher Kinderbuchautor und Schriftsteller, der eigentlich den Namen Horst Eckert trägt. Seine Geschichten und Figuren sind heute überall bekannt. Die Tigerente, der kleine Tiger und der Bär oder das Tigerschweinchen erobern schon seit vielen Jahren die Herzen der Kinder. FAQ, hat die Handpuppe einen beweglichen Mund? Nein, der Mund kann sich laut Amazon-Kunden nicht öffnen. Kann ich die Arme mit den Fingern bespielen? Ja, die Arme der Heuneck-Janosch-Handpuppe können Kinder und Eltern von innen mit den Fingern bewegen. Ist die Janosch-Handpuppe von Heuneck als Plüschtier geeignet? Sie ist kuschelig weich und eignet sich nach Angaben von Amazon-Kunden als Plüschtier. Welche Maße hat die Handpuppe? Sie hat eine Länge von 22 cm. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt ist Heuneck-Hund-Handspielpuppe. Die Heuneck-Handpuppe-Hund ist unisex und damit ein Begleiter für Jungs und Mädchen. Sie ist aus weichem Synthetikplüsch gefertigt. Das Spielen mit dieser Handspielpuppe soll die soziale Entwicklung der Kinder stärken. Freundliches Gesicht und pastellige Farben, die Handpuppe als Hund spricht laut Hersteller schon Kleinkinder durch das freundlich gestaltete Gesicht an. Sie ist in einer Farbkombination aus hellem Beige und Weiß gestaltet. Rollenspiele mit der Hundhandpuppe sollen groß und klein Spaß machen und Kinder sollen schnell Vertrauen zu ihr fassen. Das Spielzeug unterstützt dem Hersteller zufolge die Erwachsenen dabei, den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern spielerisch Sachverhalte zu erklären und mit ihnen zu interagieren. FAQ, wie groß ist die Handpuppe von Heuneck? Der Hund ist 26 cm hoch. Wie viel wiegt das Spielzeug? Die Heuneck-Handpuppe Hund wiegt 67 Gramm. Passen Hände von Erwachsenen in die Handspielpuppe Hund hinein? Ja, für normal große Hände bietet die Handpuppe Amazon-Kundenangaben zufolge genug Platz. Kann ich den Hund-Handpuppe in der Waschmaschine waschen? Ja, das Spielzeug ist gemäß Amazon-Kunden bei 30 Grad Celsius im Schonwaschgang in der Maschine waschbar. Weniger Anzeigen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Living Puppets Schorsch Handpuppe. Die Handpuppe Schorsch stammt von der Marke Living Puppets. Die Handpuppe hat einen beweglichen Mund. Außerdem bringt das Monster Schorsch eine Geschichte mit, denn es möchte einmal Drache oder Feuerwehrmann werden. Es eignet sich laut Hersteller für die Hände von Erwachsenen und für Kinderhände. Die Living Puppets Handpuppen sollen Kinder begleiten, ihnen Trost spenden und ihnen Geborgenheit vermitteln. Monster2Go, die freundlichen Monsterhandpuppen enthalten im Lieferumfang eine Monster2Go-Tüte. Das ist eine Papiertüte mit Monster-Logo, aus der das Monster beim Tragen herausschauen kann. Die Bezeichnung To-Go steht laut Hersteller dafür, dass das Monster überall mit dabei sein kann und auf das Kind in allen Lebenslagen aufpasst. Die Handpuppe als Monster-Schorsch ist komplett aus pflegeleichtem Polyester gefertigt. Sie soll sehr flauschig sein und Kinder sollen sie zum Kuscheln und Knuddeln verwenden können. Das Handpuppenmonster hat ein freundliches Gesicht mit rosa Knubbelnase und zwei kleinen Eckzähnen. Es ist in einem auffallenden Türkis gestaltet und hat rosafarbene Arme, Beine und Ohren. Das Produkt hat ein CE-Kennzeichen. FAQ, lässt sich die Living Puppets Schorsch Handpuppe in den Trockner geben? Nein, laut Hersteller sollte das Trocknen nicht in einem Trommeltrockner erfolgen. Kann das Spielzeug in der Maschine gewaschen werden? Nein, der Hersteller empfiehlt die Wäsche per Hand. Ist die Handpuppe mit beweglichem Mund auf Qualität und Sicherheit geprüft? Ja, unabhängige Institute überprüfen die Puppen von Living Puppets gemäß Hersteller regelmäßig. Ist die Puppe nach Erfahrungen anderer Nutzer für Kinderhände geeignet? Ja,
Die Handpuppe Monster Schorsch von Living Puppets eignet sich Amazon-Kundenangaben zufolge für kleine Kinderhände. Bestehen die Augen des Handpuppenmonsters aus Stoff oder aus Plastik? Die Augen bestehen aus Kunststoff. Weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.